Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet mit dem Underwater Frank. Heute sind wir wieder in Michigan unterwegs. Es geht um den, gleich mal raussuchen hier, der steht ziemlich weit unten. Gucken, wo ist er hier? Geht um den Tigermuski, den Tigerhecht. Also nicht verwirrt sein, Tigermuski ist der Tigerhecht. Das andere ist die Tigerforelle. Ja, wir versuchen den heute mit dem Crankbait zu angeln. Ich guck mal kurz, zeige ich euch mal. Also ich habe jetzt den mit der Tora 290 rausgezogen, mit der Exterminator-Rolle 5500, 23er Braid und den 2,5 Meter 60 Lemon Crankbait. Und die Stelle kann ich euch mal fix zeigen. Das ist hier das sandige Kap. Das ist quasi der Fisch der 10.000 Auswürfe. Kann man auch. Okay, jetzt bin ich hier gespawnt, genau. Ja, ich zeige euch mal, ihr spawnt hier hinten nämlich. Gehe ich mal nochmal kurz hin. Ja, also das ist wirklich mit einer der längsten Fische gewesen. Man kann ihn auch mit Pose angeln. Also der Lutzemai hat ihn hier heute auch schon ein paar Mal erfolgreich mit Pose gezogen. Also hier ungefähr startet ihr. Hier bei der Yacht gegenüber von dem Hafen, von der Hafeneinfahrt. Und dann seht ihr hier den Steg. Dann geht ihr hier ein bisschen weiter. Ja. Und mit Pose könnt ihr einfach mit großer Elritze. Tiefe war jetzt, ich glaube, 1,50 Meter. Meter 50, genau. Und dann werft ihr quasi so auf zwischen ja, 30 bis 40 Meter so maximal, holt dann immer mal einen Meter ran. Ja, und ich schmeiß mit Crankbait an die gleiche Stelle, volle Kanne hier, auf diesen weißen Baum da hinten. Also ihr seht da so einen weißen Baum hinter dem Schilf und dann einfach volle Kanne auswerfen. Ich habe jetzt natürlich die falsche Zeit. Die Zeiten blende ich auf jeden Fall nochmal mit ein. Muss mal kurz gucken. Bei Sonne ist halt morgens immer meist von 8 bis 9. Guck mal, was wir jetzt als nächsten Tag haben. Haben wir wieder Sonne. Spule ich auf jeden Fall mal vor. Der eine Crankbait ist jetzt nicht so schlimm. So, und dann zeige ich euch nochmal so ein bisschen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal einen normalen oder einen Trophy ran. Wenn ich euch das jetzt hier mal zeige. Wie gesagt, den Unique Drill, den schneide ich damit ran. Dann geht ihr hier vielleicht auch mal ein bisschen zurück. Also ihr seht hier den Stein. Und dann so ein bisschen links von dem Stein. Und dann einfach volle Möhre auswerfen. Worauf ihr auf jeden Fall achten könnt, ihr müsst es nicht, aber ist wahrscheinlich, um die Chance nochmal zu erhöhen, dass ihr, wenn ihr jetzt die letzten Meter ranholt, sag ich mal jetzt ab 12 Meter, weil er schwimmt sehr gerne nach, beziehungsweise spawnt manchmal auch sehr gerne hier am Ufer, dass ihr bei 10 Meter auf jeden Fall die Rute ein bisschen runter macht und ja, dass ihr vielleicht den kurz liegen lasst, das zeige ich euch gleich nochmal. Also die Bisse hier sind zwischen 35 und 30 Meter so ungefähr. Kann auch da drunter sein. Also er schwimmt, wie gesagt, auch gerne mal mit. Einfach mit einer Geschwindigkeit einholen. Ihr könnt auch andere Crankbaits ausprobieren. Ich hatte zum Beispiel mit dem 2,5 Meter 5,0 oder wir hatten damit auch schon gut Erfolg. Ne, Lutzumai, ich glaube, du hattest deinen mit dem Regenbogen, ne? Ich hatte meinen genau mit dem 2,550 Regenbogen. Genau, das geht auch ganz gut. So, und jetzt zum Beispiel, jetzt seht ihr hier die letzten Meter. Jetzt holt ihr ganz normal ran, guckt ein bisschen nach unten, aber so, dass die Spitze jetzt nicht unbedingt die Wasseroberfläche berührt. Guckt ihr ein bisschen runter. Und jetzt so, sag ich mal, bei 6, ja, 5, jetzt mal bei 4 Meter mal kurz liegen lassen, auftauchen lassen. Manchmal, da war schon ein Biss, aber ich habe zu spät reagiert. Ich glaube, der kommt jetzt auch nicht nochmal. Ihr habt halt gesehen, manchmal, wenn ihr den liegen lasst, dass er dann während der aufsteigt direkt zubeißt und dass die Spannung dann ganz bisschen hoch geht. Und ich hatte vorhin ja auch einen Unique direkt hier am Ufer und ich hatte halt nicht drauf geachtet, dass ich den hier vernünftig oder nochmal extra drauf geachtet und deswegen habe ich die Rute einfach reingeholt. Und der Alex stand halt neben mir, hat den riesen Fisch hier vor, direkt hier, wo die kleinen Fische gerade lang schwimmen, direkt gesehen. Und deswegen würde ich sagen, um die Chancen zu erhöhen, macht am Anfang, am Ende nochmal eine kurze Pause denn. Sehe ich so bei 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter irgendwie mal kurz aufsteigen lassen, mal kurz liegen lassen. Vielleicht habt ihr dann direkt einen Biss. Ja. Und das Lustige ist auch, ihr könnt euch eigentlich auch daran halten an die Zeiten. Es ist immer außerhalb der normalen Muskelungezeiten. Also entweder eine Stunde oder 2 Stunden danach. Und wie gesagt, die Zeiten habe ich am Anfang nochmal eingeblendet. Jetzt hier zwischen 8 und 9 bei Sonne zum Beispiel ist eine gute Zeit, wo ich jetzt gerade angel. So, jetzt lassen wir den hier nochmal zu Ende treiben. So, und dann mache ich bei 5 Meter oder 4 Meter, mache ich dann nochmal wieder den Stopp. Gucken.
So, jetzt lasse ich mal kurz aufsteigen. Manchmal ist direkt während des Aufsteigens, jetzt mal bei 3 Meter, kommt jetzt gerade nichts. Dann könnt ihr wieder reinholen. Ja. Ich hole jetzt noch einmal rein und dann schneide ich den Unique-Drill mit ran. Wie gesagt, viel fängt man hier nicht. Also wenn ihr gut seid, fangt ihr vielleicht vier, ja, vier Fische in einer Ingame-Stunde. Aber das ist dann wirklich schon sehr gut. Also wenn da mal auch ein Trophy dabei ist, das ist dann schon gute Ausbeute, was den Tigermuski angeht. Wenn ihr hier ein bisschen, sag ich mal, auch auf Geld aus seid und jetzt nicht nur den Tigermuski farmen sollt, dann auf jeden Fall die normalen Muskelunge mit dazu nehmen. Und dann läuft das eigentlich schon. Dann macht ihr auf jeden Fall Plus, weil das Vorsprung kostet, glaube ich, 2000 hier am Tag. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwie ein bisschen was im Kescher habt, dann macht ihr eigentlich hier schon ganz gut Plus. Manchmal kann es auch sein, hier, wenn ich jetzt zum Beispiel von 8 bis 9 angel, ich habe ja jetzt hier nur schon ein paar Tage auf der Uhr, dass halt manchmal auch erst um 8:40 Uhr die Bisse auf einmal losgehen und dann zieht man mal so zwei schnell hintereinander. Das ist halt immer bei dem Tigermuski so ein bisschen ja, random. Sag ich mal, da kann man nicht genau sagen, wie viel fängt man jetzt hier in der Stunde. So, nochmal kurz hier rankommen lassen. So, lass mal aufsteigen. Jetzt, ah doch, jetzt ist er aufgestiegen. Guck mal, ob jetzt was kommt. Aber, na, sieht nicht so aus, naja. Gut, ich schneide das dann wieder ran und dann erstmal nochmal danke an Lutzumai und danke an Alex. Gern Ja, geschehen. und dann bis gleich zum Unique Drill. Ja, nochmal ganz kurz. Ich wollte euch nochmal zeigen, wie man den mit Pose fängt. Also man fängt ihn auf jeden Fall öfter mit Pose als mit Crankbait. Gehen wir nochmal kurz in die Ausrüstung rein. Habe ich jetzt die Brutus 300, Thunderspin 4500, 55er Fluoro, böenförmiger Schwimmer, Haken 6.0, große L-Ritze, 1,50 Meter tief. Stellt ihr euch wieder hier so bei dem Stein in die Nähe. Müsst ihr jetzt nicht genau dastehen. Schmeißt erstmal volle Kanne aus. Und dann gucken wir mal, ob wir den jetzt hier mit Pose vielleicht auch kriegen. Jetzt holt ihr mal so ein paar Meter rein, dass ihr so bei 40, vielleicht unter 40 seid. Und dann einfach liegen lassen. Vielleicht haben wir jetzt nochmal Glück. Kann gut sein. Weil wir jetzt genau auch in der Top-Zeit sind. So, da haben wir auch, glaube ich, schon die ersten Zuppler. Gucken wir nochmal einen Meter rein. Wie gesagt, da könnt ihr so aber nicht unter 30 einholen. Also unter 30 ist, glaube ich, das glaube ich nicht so gut. Aber so bis 32, 33 Meter könnt ihr ruhig einholen. Der treibt jetzt auch so ein bisschen nach links weg. Deswegen am besten da vielleicht auch in die Lücke reinschmeißen. Dass ihr quasi über den Hotspot da mal drüber kommt. Und dann lasst ihr den am besten so, sag ich mal, bis fast zum Ende vom Schilf rüber treiben. Und dann passt das schon. Ich guck mal gerade, ob hier schon was dran ist. Da schon was zuppelt. Starke Zuppel habe ich jetzt hier noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal so ergänzend. Ich habe, wie gesagt, den hauptsächlich jetzt mit Crankbait probiert. Mal gucken, mal einen Meter nochmal reinholen. Oh, Zuppler. Jetzt können wir schon mal ein bisschen den. Da beißt er. Mal gucken, was haben wir jetzt hier. Das könnte auf jeden Fall ein Tigerhecht sein. Bremse geht jetzt nicht allzu hoch, wird wahrscheinlich normaler sein. Aber das jetzt einfach nochmal ergänzend, damit der Guide dann auch komplett ist. Ja, das ist ein kleiner. Bremse hört man auch gar nicht. Gut, alles klar. Denn beim nächsten, also jetzt blende ich dann noch fix das, den Drill mit dem Uni-Muski ein und dann bis gleich.
Mikrofon aktiviert. So wie er da. Ja, ich habe gerade gesagt, also meine, wenn ich was rüberkopiere auf meine externe Festplatte, ja, da hast du ungefähr mit 90 bis 100 Megabyte pro Sekunde. Und was würdet ihr empfehlen? Eine 2,5 Zoll wäre, denke ich mal, besser, oder? Ja, so eine kleine, die du einfach nur Der ist groß. Der ist groß, der hat bei 10 Meter gebissen. Alter. Alter, wie der sich gerade aufgebäumt hat. Und der schwimmt raus. Oh, der hat sich mal eben 22 Meter. 22 Meter ist er gerade einfach mal von 8 Meter rausgeschwommen. Lol. Der geht gut weg. Der sah auch richtig groß aus, wo der rausgesprungen ist eben. Na? Oh. Alter. Lol. Ich drück dir den Daumen. Jetzt habe ich zwar noch mein Telefonat drauf, aber das kann ich ja muten. Aber ich gehe gerade mit. Ich versuche ihn gerade mal nach rechts zu ziehen hier. Der zu mir schwimmt. Komm ran hier. Ach, der sah wirklich schon größer aus. Oh, er schwimmt noch weiter weg. Kriegt ihr nicht. Oh, nun komm, nach rechts. Dreh dich nach rechts. Nicht nach links wegschwimmen. Nein! Oh Gott. Oh, der, oh, Alter, ist der lang. Guck mal, wie groß der ist. Oh ja, der ist groß, ja. Alter. Stimmt, ein Unique. Alter. Ah, ja. Wenn das jetzt nicht der Unique ist. Also, den weiß ich auch nicht. Also, am Ende bei Sonne hat er gebissen. Kurz vor 9 Uhr. 9,99 wahrscheinlich. Nee, hoffentlich nicht, ey. Hau ab. Nee, ich hoffe es auch nicht. Komm ran hier. Oh, jetzt schwimmt er wieder weg. Ja, das ist einer. So einen Sonnendrill habe ich noch nicht gehabt. Und er schwimmt wieder weg. Ja, Leute, so ist der Drill mit der Tora. Ich habe jetzt die Exterminator-Rolle drauf. Und eine etwas stärkere Schnur. Boah. Ja, aber so ist das halt, wenn man nicht mit Riesengerät angelt, weil ihr auch gesagt habt, immer nur die Unique-Videos mit den Riesendrills. Deswegen habe ich jetzt mal drauf gehört und angel den jetzt mal mit einer doch schon auch passenden Route, sag ich mal. Oh, er schwimmt weiter. Weiter komme ich hier nicht. Hier ist jetzt Böschung. Hier ist Böschung. Komm ran hier. Oh, er kommt. 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter und... GZ. Oh, endlich. GZ. 11,4. Oh, ist zwar nicht der schwerste hier, aber ihr seht halt, dass es halt auch mit Crankbait geht. Ja, 11,416 Kilogramm, 1,22 Meter, 2226 Credits und fast 1500 Erfahrung. Ich mache jetzt mal einen Screenshot. So, du wolltest auch nochmal ein Foto machen hier, Lutzemei, ne? Komm mal ran. Ja, ich stehe schon hinter dir. Ah, ich sehe dich schon, ja. Oh, meine Güte. Das war jetzt ein Akt. Ihr seht gerade, ich bin schon Tag 12 von 12. Und ja, die Zeiten, wie gesagt, blende ich am Anfang nochmal rein. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall beim Lutzemei und beim Alex, dass ihr so standhaft immer mitgemacht habt hier. Kein Problem. Kein Problem. Und auch natürlich für eure Tipps. Kein Problem. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Novotofink. Tschüss.